Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von The Child. Ich werde mich diesmal hier erstmal in Ruhe ein bisschen umgucken und schauen, ob wir, ja, weiß ich nicht, irgendeine Möglichkeit haben, von hier aus an einen anderen Ort zu gelangen. Hier ist auf... Oh, zum Beispiel, was ist das? Ach so, das soll eine quasi unsichtbare Mauer sein, die diesen Ort begrenzt. Ich laufe diese Mauer jetzt einfach mal ab und schau mal, ob sie wirklich undurchlässig ist. Oder ob es eine Stelle gibt, an der wir vielleicht doch entkommen können. Sieht bisher aber nicht so gut aus. Würde wohl auch leider bedeuten, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, an die ganzen Enden zu kommen. Verflixt, verflixt, verflixt. Hätte mich ja schon interessiert, ne? Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ein paar Optionen haben wir ja noch. Vor allem kann ich ja auch einfach mal unten dann rauslaufen, statt zu versuchen, noch diese Doodles zu erwischen. Und dann kommen wir ja eventuell einfach am nächsten Abend wieder dahin und können wieder versuchen, einen schönen Abend mit Anna zu verbringen. So, ich tippe jetzt mal darauf, dass hier wirklich kein Durchkommen ist. Deswegen laufe ich jetzt doch nochmal querfeldein und schaue nochmal, was hier so rumschwebt. Ein Bild von Anna. Eine der Geigen. Das Bild von der Mutter. Hm. Ich weiß nicht. Ich vermute fast, hier ist dann doch nichts zu holen. Ich gehe mal zu ihr. Wir schauen mal. So, zurück in die Realität. Bitte, bleib für immer hier. Tut mir leid, Anna. Wir müssen zurück. Du bist genau wie sie. Du willst nicht mehr mit mir spielen. Wenn du nicht mit mir spielen willst, dann spiele ich mit dir. Nein! Ah! Wie süß. Ist das... Wie? Was? Ah! Was? Aber... Was? Hä? Was sollte ich denn hier machen? Ist das wirklich ein Ende gewesen oder? Ja, doch. Ah, okay. Das ist Patches. Patches ist also auf unserer Seite. Oh Gott, das kann ja noch was werden. Das wird bestimmt eine lange Folge. Nessie versucht zu überleben. Nessie gegen Clowns. So. Hä? Diesmal hat sie sich nicht nochmal umgedreht. Hui! Oh, okay. Hä? Hatte ich mich letztes Mal nicht auch davor versteckt? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht muss ich mich immer dahinter verstecken. Ich dachte so, dass das perspektivisch mehr Sinn macht. Naja, egal. Bla, 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 bla. So. Okay, sie ist weg. Nein! Oh mein Gott, ich glaube, ich verstehe das in meinem Kopf nicht, wo ich mich jetzt verstecken soll. Ob hinter den Kisten, davor, je nachdem, wo der Clown ist. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich dahinter, ne? Kann ich Patches nicht einfach ganz schnell folgen? Okay, dahinter, dahinter, immer dahinter. Nein! Ich wollte dahinter. Ich habe nur falsch gedrückt. Ich habe zu früh rechts gedrückt. Ich finde die Musik hier irgendwie geil. Die stresst einen so richtig. Nein! Oh! Ja. Geil. Okay, okay, okay.
Ich weiß nicht, wann ich loslaufen soll. Ich laufe jetzt einfach mal los. Aber ich bin zu groß. Okay, es ist nicht schlimm. Oh, danke, Patches. Danke, danke, danke. Oh, ich trau mich nicht. Oh Gott, okay, jetzt habe ich es vermasselt. Jetzt komme ich hier wahrscheinlich nie mehr weg. Oh. Nein. Nein. Verdammt. Oh. Muss ich echt den ganzen Weg nochmal oder vielleicht nur ein Teil? Teil? Ja, ein Teil. Oh, danke sehr, Spiel. Das finde ich sehr fair, aber auch sehr korrekt und fair. Habe ich schon erwähnt, dass ich es korrekt und fair finde? Ja, habe ich schon. Oh, ach. Wenn ich Space drücke, dann kann ich sofort wieder starten. Das wusste ich nicht. Huh. Ja. Verflixt, aber ich habe es. Und soweit ich weiß, bedeutet das, dass ich es jetzt für immer habe. Und ich muss es nicht nochmal einsammeln. Nein, 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 nein. Ach, verflixt. Ey, es ist nicht einfach. Oh. Nein, 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 nein. Oh, ich hätte es doch fast geschafft. Damit kann ich nicht nur eine Folge füllen, sondern mehrere. Mit meinem Martyrium hier. Ich werde halt jetzt auch ungeduldig, ne? Ich bin so ehrlich, ich sag das mal jetzt einfach so. Ich werde jetzt gerade sehr ungeduldig. Und das ist nicht schlimm, weil jetzt habe ich es gerade geschafft. Das gibt's ja nicht. Ich dachte mir, ich gehe jetzt einfach mal hier so. Patches, 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 lass mich da durch. Hm. Wieso steht der da so rum? Vielleicht... Ah, wieso kämpfst du nicht? Kämpfen? Ich verstehe nicht, wie sollte ich? Ich habe doch gesehen, dass du es tust. So viele Male. Tut mir leid, ich verstehe nicht. Oh, Schatz, was tun wir denn an diesem schrecklichen Ort? Oder meine Liebe, wo habe ich das schon mal gehört? Moment mal. Das war wahrscheinlich gar nicht sie, sondern unsere Protagonistin. Dieser Traum war gar nicht von Anna. Das war ich. Oh, sie müssen an diesem Ort meine Erinnerung ausgelöscht haben. Patches, bist du das wirklich? Ich erinnere mich an alles. Hui! Was, Patches, wieso lässt du mich im Stich? Patches ist einfach abgehauen. So ein... Okay. Bist du das wirklich? Ich erinnere mich an alles. Hä? Was soll ich hier tun? Okay. Aber sie hat mich doch gesehen, oder? Natürlich hat sie mich gesehen. Aber er ist hier lang gegangen. Wieso kann ich ihm nicht folgen? Die Mächte, die ich hatte. Ach so. Vielleicht, welche Taste war das? Z, ne? Du kannst es ja auch. Ja, tut mir leid, dass ich das tun musste, Anna. Aber mir reicht der Scheiß. Du hast ein Schimpfwort gesagt. What? Oh mein Gott.
Bleib hier bei mir, wir können für immer zusammen spielen. Das kann ich nicht tun, Anna. Ich gehe zurück in die Realität. Und du kommst mit mir. Ich hab sie fast, aber sie hat mich auch fast. Sei nicht bescheuert. Du weißt, ich kann das zu deinem schlimmsten Albtraum werden lassen. Ich habe keine Angst mehr vor dir, Anna. Dann mach doch das Schlimmste. Ha, okay. Oh. Anna, tu's nicht. Wir müssen zusammenhalten. Anna. Anna. Anna, wo bist du? Anna. Hilfe. Hilfe. Letzte Chance. Zurück in die Realität. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich wurde getötet, leider. Ach. Manno, das reicht einfach nicht. Auch wenn ich ganz schnell und ganz viel schieße, ich krieg sie nicht erledigt. Und das hält die nur auf kurz. Das ist aber auch an einer super dummen Stelle, das Schießen. Ich muss gleich mal ausprobieren, ob das nicht auch noch woanders liegt. Wir gucken mal, was passiert, wenn ich Play Forever sage. Ach nein, oh, das ist einfach das Ende? Ey, wehe, ich werde jetzt zurückgetriggert bis ganz zurück, ne? Dann werde ich richtig sauer. Das habe ich eben nicht geraffelt. Nein, bitte, 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 wirklich. Bitte bis zu dem Kampf wieder. Oh. Ja, 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 ja. Oh, der Kampf ist hart. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Ich liebe das Intro. So, gucken wir mal. Ich hoffe, wir kommen beim Kampf raus. Nein, ey. Oh. Ach so, wir könnten die Chance mal kurz nutzen und nee, nicht das tun, was ich dachte, was wir tun könnten. Hallo? Das machen wir jetzt. Wir verlassen das Kind diesmal. Wir probieren es mal aus. Das ist es nicht wert. Wie geil. Und sie liegt einfach am Strand und chillt ihr Leben. Das finde ich irgendwie ein geiles Ende. Okay. Finde ich gut. So, trotzdem. Wir müssen leider nochmal bis dahin. Dann würde ich aber sagen, dass ich das jetzt rausschneide. Das ist ja dann ein ganzes gutes Stück. Vor allem, wenn ich mich dumm anstelle, brauchen wir da nochmal etwas länger für. Aber ich versuche die Zeit auch zu nutzen, um jetzt die Tastenbelegung anders zu machen. Ich glaube, dann kann ich halt besser schießen, weil momentan bewege ich mich mit den Pfeiltasten und schieße dann mit Z und das klappt alles nicht so ganz. Ich versuche jetzt mal mit WASD mich zu bewegen und dadurch das rechte Shift frei zu haben, um dann zu schießen. Probieren wir es einfach mal aus, ob ich es so dann besser hinbekomme. Ey, bitte, jetzt aber nicht wieder von dem Moment an. Bitte, bitte, bitte. Oh, nee, ey. Oh, endlich, endlich. Oh mein Gott. Oh, ich bin tief verstört von diesem Spiel. Ich habe 20 Minuten oder so gebraucht. 20 Minuten. Okay, aber wir haben es geschafft. Stopp, bleib zurück. Ach so, ich muss hinterher. Okay. Was? Habe ich es immer noch nicht geschafft? Ich drehe am Rad. Geh weg.
Die Clowns holen dich! Ich habe keine Angst mehr, Anna. Oh, oh ey. Oh, ich hoffe, ich mach diesen Endkampf nicht nochmal. Es ist kein Scherz gewesen. Ich habe 20 Minuten dafür gebraucht. Keine weiteren Clowns, Anna. Es ist an der Zeit, zurückzukehren. Ich werde etwas Schlimmeres finden. Oh nein, nein. Hilfe. Oh, was ist das? Ja, was ist das? Mein Schneemann? Nicht so gruselig. Wie wär's damit? Mein Urlaub? Was tust du denn da, Anna? Ich werde was finden. Das sind keine gruseligen Erinnerungen, Anna. Das sind gute. Eine Party mit meinen Freunden. Ich bin etwa in deinem Alter. Das ist nicht fair. Warum kriegst du die guten Erinnerungen? Ich weiß, deine Eltern machen es dir nicht leicht, Anna. Sie denken, ich wäre ein Monster. Ich habe sie gehört. Sie haben Angst, wie ich es mal hatte. Aber ich weiß, tief im Inneren lieben sie dich sehr. Es gibt eine ganze Welt, die dort draußen auf dich wartet. Wenn du uns zurückbringst, dann werden wir eines Tages schöne Erinnerungen schaffen können. Das verspreche ich dir. Aber wie? Wir werden einen Weg finden, okay? Ein Versprechen ist ein Versprechen. Okay. Ich werde gut sein. Oder brav. Was tust du? Ich sagte doch, ich würde gut sein. Aber ich tue doch gar nichts. Es tut weh. Hör auf damit. Oh Gott, was passiert mit ihr? Sie ist ganz durchsichtig geworden. Oh nein. Oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich nach einem Messer in einem Körper an. Was tut ihr denn da? Du bist ja am Leben. Wir dachten, sie hätte deinen Geist gestohlen, so wie bei den anderen. Was tut ihr denn da eurer Tochter an? Hör zu. Ich weiß, das sieht übel aus, aber du verstehst nicht. Dieses Kind ist ein Monster. Nein. Sie war kein Monster. Ihr beiden seid das Monster. Du kleines Miststück. Ich werde dir beibringen, wie man mit mir redet. Sieh, was ich meiner eigenen Tochter angetan habe. Was meinst du, werde ich dir antun? Oh, muss ich laufen? Ich muss wirklich laufen. Hui! Hilfe! Aber tun Sie das nicht! Es tut mir leid, dass es so enden musste, junge Lady. Nein! Oha. Ja, ich komme nicht. Hilfe, was muss ich denn hier machen? Komme ich ins Menü? Nein, komme ich nicht. Okay, hä? Das ist schon ein bisschen komisch hier. Ach Mann, oh, ich bin so doof. Wahrscheinlich muss ich meine Kräfte einsetzen. Oh, ich bin so doof, ey. Oh, es tut mir außerordentlich leid. Das ist aber auch, weil ich so lange gekämpft habe, dass ich jetzt völlig durch bin. Unmöglich. Natürlich. Kein Wunder, dass sie dich so schnell mitgenommen hat. Oder dass sie dich so schnell akzeptiert hat. Verzeihung. Und du warst die ganze Zeit eine von ihnen. Darling, sei vorsichtig, sie könnte dich verletzen. Ach, das kleine Miststück? Ha, bring mich nicht zum Lachen. Es ist an der Zeit, ja etwas Benehmen beizubringen. Heute Nacht wird die Welt zwei Monster verlieren. Haha. Uah. Na toll. Ich kann nicht mehr schießen. Hä? Ach, ich bin auf der falschen Taste. Oh. Ey, dieses Spiel ist bockenschwer. Aber ich habe nur noch super wenig Energie. Woher kriege ich denn dann neue Energie?
Oh nein. Sie ist mir so nah, sie ist mir so nah. Boah. Danke, auch wenn es super eklig war, aber danke. Oh nein, 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 das sieht nicht gut aus. Ich hatte die ganze Zeit recht. Sie mochten mich nicht. Warte, ich heb dich hoch. Ich bring dich in ein Krankenhaus. Ich muss doch ein Versprechen halten. Wir werden gemeinsam gute Erinnerungen schaffen, erinnerst du dich? Ich habe eine echte Freundin gefunden. Ich hab doch jetzt eine gute Erinnerung. Anna. Ach da, das letzte Doodle. Dein Bild. Das hast du mir nie zeigen können. Ich werde es in Erinnerung an dich wiederherstellen, Anna. Tut mir leid, dass es so enden musste. Oh Gott, krass, ey. Aber sie ist doch noch am Leben eben gewesen, oder? Ach so, nee, jetzt hat sie scheinbar die Augen geschlossen. Ich frage mich, ob wir den Endkampf überhaupt hätten schaffen können. Wie gesagt, unsere Energie war ja so gut wie alle und die hatten beide ganz schön große Energiebalken. Versprechen gehalten. Anna, warum bekomme oder wieso habe ich jedes Jahr dieses Gefühl, dass du irgendwo da draußen bist? Diesmal haben wir eigentlich aber auch alle Doodles. Wieso sage ich diesmal? Als ob wir irgendwann schon mal nicht alle Doodles gehabt hätten. Hallo? Es sind diesmal auch keine Credits. Aha, hier passiert noch was. Sehr gut. Hier ist jemand. Wir sollten sicher gehen, dass sie uns sehen. Sollen wir sie auch holen? Sie werden sie nicht auswählen. Sie ist zu alt. Und diese Narben. Okay, lass uns gehen. Ach, hat Anna überlebt und ist jetzt im Waisenhaus? Oh, diese Idioten. Wenn die wüssten, was ich ihnen antun könnte. Warte. Unmöglich. All diese Jahre. Hatte ich recht mit meinem Gefühl? Kenn ich dich? So viele Waisenhäuser. Wie konntest du so weit reisen? Darf ich dich mal näher betrachten? Lieber nicht. Ach komm schon, nur eine Sekunde. Ach, du bist es wirklich. Du bist so wunderschön geworden. Ja, naja, ich gehe jetzt lieber. Warte, erkennst du mich denn nicht? Bist du meine richtige Mutter? Was? Oh Gott, nein. Ich meine, ich bin mir sicher, sie war eine wundervolle Frau. Tja, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Du kommst mit mir. Was meinst du damit? Na, ich adoptiere dich. Was? Was? Komm schon, ich muss da was unterschreiben. Das ist ja voll das gute Ende. Hör mal zu. Oder sagt sie das gerade? Ich glaube, sie... Es gibt etwas, das du über mich wissen solltest. Was denn? Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es könnte sein, dass ich dir damit Angst mache. Mir Angst machen? Es sollte besser was Gutes sein, denn ich habe schon eine Menge gesehen. Ach, wie auch immer. Vielleicht später. Wann immer du bereit bist. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Komm, schau dich um. Fertig. Umgeschaut. Die erste Tür gehört dir. Nicht übel. Seltsame Kunst. Aber warum kommt mir das so bekannt vor? Moment mal. Also es ist wahrscheinlich doch ausschlaggebend, dass wir das Doodle gefunden haben.
Ein gehaltenes Versprechen. Oh. Sehr schön. Und sie scheint sich jetzt zu erinnern. Oh, Gott sei Dank. Ich bin wirklich zufrieden mit diesem Ende. Das ist sehr schön gewesen. Obwohl es erst so tragisch aussah, ist am Ende doch alles gut geworden. Wir konnten dafür sorgen, dass Anna selbst ihre Eltern aus dem Weg schafft. Was natürlich schon krass ist, aber sie waren ja auch sehr grausam und haben sie ja auch schon getötet. Aber sie hatte das dann doch überlebt und ja, jetzt ist sie bei uns, da ist sie. Ach, ist das schön. Richtig, richtig toll. Bin sehr zufrieden. Ja gut, die anderen Routen, ich weiß nicht, inwiefern da jetzt noch krasse andere Enden sind, aber ich würde es gerne hierbei belassen, weil ich weiß nicht, wo wir rauskommen. Obwohl, das könnten wir einmal halt schauen, wo wir rauskommen und einmal überprüfen, ob wir da direkt irgendeine andere Wahl hätten, aber also das ist ja jetzt ein super Ende gewesen, das kann ja gar nicht mehr besser werden. Und ja, es hat mir alles sehr gut gefallen, die musikalische Untermalung, die Grafik, die Einblendungen, die Bilder halt, die selbstgezeichneten. Ach, okay, hier geht's wieder los. Nein, nein, danke, ich habe noch eine Menge Traumata davon. So. Ach, Moment. Ja, doch. Und ja, die Story war letzten Endes auch schön und sehr rund. Ich entschuldige mich dafür, wenn ich zwischendurch genervt geklungen habe. Es war nur wirklich sehr, sehr krass, dieser ganze Teil mit dem Kampf. Das habe ich einfach so lange machen müssen. Das habe ich alles rausgeschnitten. Ich war so fertig. Deswegen, ich entschuldige mich dafür, falls ich dazu genervt war irgendwie zwischendurch. Aber da konnte ich nicht mehr an mich halten. Und ansonsten, ja, aber insgesamt war es echt cool und für $2 kann man das auf jeden Fall sich holen und ja, dann bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie so das nächste Spiel von dem Entwickler aussieht und hoffe, dass ihr dann auch mit am Start seid. So, dann werde ich diese Folge mal beenden, die wahrscheinlich ganz schön lang geworden ist. Ich kann es gerade nicht so einschätzen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play-Projekt wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.